Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zum Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen rumgeeiert im Damensee und uns um ja Maltran, um die Hintergrundgeschichte von Maltran und Alicia so ein bisschen gekümmert. Ich habe aber noch was anderes, aber ich habe schon wieder vergessen und ich habe mir gerade die Aufnahme angeguckt nochmal. Peinlich. Falls der Ton wieder ein bisschen zu laut oder zu leise ist, könnte das wahrscheinlich daran sein, weil ich die Einstellung noch mal umändern musste, weil ich aus Versehen den Ton untergestellt habe. Weil nicht. Kann passieren. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob die Lautstärke jetzt wieder in Ordnung ist. Ich hoffe natürlich schon. Und ja, ich habe erstmal gesucht, wo wir als nächstes hin müssen. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir da zur großen Camelot-Brücke gehen müssen, aber da ist immer noch eine sehr starke Domäne, da kommen wir immer noch nicht durch. Dann bin ich noch mal zu den Ruinen von hier Roses Assassinengruppe hingegangen und habe mir die Karte noch mal angeguckt. Da stand im Westen in der Westungsschlucht. Ja, habe ich geguckt, wie kommt man nach Westen, wo hier? Und dann gibt es tatsächlich hier einen Ort, der ist wirklich Westungsschlucht. Und ja, also diese eine Schlucht, die wir auch schon mal betreten haben, auch eine Domäne war. Und da bin ich kurz reingegangen und da war keine Domäne und da müssen wir hin. Und wunderbar, ne? Okay. Nebenquest hoffe ich, dass nichts anderes noch passiert ist. Gucken wir uns mal, das gibt an, das ist schon hier seit ein paar, seit langer Zeit hier offen auf Screen. Ich hab den Ton vom Fernseher noch an. Okay. Was ich noch gemacht habe, ich habe ein bisschen Geld verschwendet. Ich habe die ganze Zeit, gehen wir schon mal rein, die ganze Zeit die Gasthäuser hier besucht und immer teuerste geholt, um den Gasthauslevel zu erhöhen. Und jetzt habe ich in den ersten drei Städten, Damensee, irgendwann mit M und Lastonbell schon mal drink, alle Gasthäuser voll hochgestuft. Ich weiß nicht, ob mir was bringt. Wahrscheinlich schon irgendwas. Auch wenn es nur ein Titel ist oder irgendwie ein Accessoire oder irgendwie sowas für einen Charakter nur. Egal. Muss man ja auch irgendwie machen, ne? So, und stimmt, hier konnten wir ja nicht hin und dann war irgendwo da am Felsen, glaube ich, und dann konnte man nicht weiter. Und lass mal sehen, was du zu verkaufen hast. Ich glaube, dich haben wir schon mal gesehen, ne? Waffenhändler Jet Schwarzfeder. Okay. Wir haben natürlich wieder trainiert bis kurz vor Level 52. Jetzt vielleicht nach unserem einige überhaupt was lernen. Weil zwei Charaktere können auch nichts mehr lernen im Moment. Traumgummi. Das ist, glaube ich, nur in der Ecke besser, ja. Und ja, komm mal her. Verdammt. Und? Ich glaube, ich stelle mal jemand anderen. Ich habe mal Bock, Daisy zu spielen. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe irgendwie noch am wenigsten gespielt, ne? Guck mal, nach dem Kampf mal Daisy spielen. Keine Ahnung, ob er dafür angefragt und so. Ich werde wahrscheinlich so den normalen Angriff angreifen. Ihr wisst, was ich mit normalen Angriff meine. Das habe ich jetzt hier mache. Kriegsart, glaube ich. Ich weiß über den Namen. Aber ein Laufstieg. Neues Art erlernen. Und da im Stein, was? Okay, Cowboy, gut, der ist glaube ich noch aktuell, oder? Ja. SKW, Erstellungsgeschwindigkeit, das ist jetzt nicht so. Gucken wir mal. Ob er genug Verteidigung hat, sollte ich mal gucken. Sollte ich vielleicht mal nachgucken. Aber er hat 388, dann ist mehr als zu Rell.
und fast so viel wie Edna, also ja. Die Kombination mit seinen hohen HP ist das verkraftbar so. Aber den habe ich glaube schon mal erkundet, als ich reingegangen bin, ne? Amatisierung. Ah ja, Amatisierungen. Ich bin kurz davor, die 1000 zu erreichen bei Amatisierungen. Guck mal, ja. Wo ist Rose? Kann ich nicht amortisieren irgendwie? Ja, Power-Up 3 oder so. Was ich immer aufs Spiel gemacht habe, ist immer Amortisierung, das hier, Amortisierung, das hier, Amortisierung. Und so habe ich sozusagen die Zahl immer hin und wieder aufs Spiel hochgehoben. Jetzt haben wir die 1000 erreicht, glaube ich. Kriegen wir jetzt was Geiles. Ja, jetzt steht Dingens nochmal. Maximal KP kann über 9999 steigen. Geil. Bringt mir aber im Moment nichts. Schade, aber ich hab's. Also, ist aber. Man kann über 9900 Dingens erreichen. Das ist doch mal geil. Warte mal, mir fällt gerade auf. Jetzt brauchen wir ja nicht mehr Amortisierungen. Dann können wir uns mehr so auf Mystic Arts schränken. Warte mal, jemand hier. Warum mein Rücken juckt auf einmal so? Also richtig. Warum? Da ist noch ein neuer Gegner mehr. Lass mich mal gucken, seine Angriffe. Ja, ich sollte vielleicht Einheitszauber irgendwo haben. So, Hitzeverteiler. Warte mal, Windlanze. Immer so die ersten. So. Aber Geostigma. Machen wir mal hier. Mache weißer, falls mal direkt. Ja. Aber ich greife ja so mit ihm an. Dürfte ja eigentlich gut abziehen. Ja, dann nehmen wir den höchsten Angriff. Ich glaube, er hat sogar einen höheren Angriff als Zorin, weiß ich gar nicht. Das sieht man immer, wenn man die Kräuter benutzt. Die noch Standardwerte sind. Okay. Leute, ist nur ein Heiler fährt dann weg, weil er hat irgendwie nicht so Bock zu heilen. Boah, ich glaube, das liegt, ja. Ich glaube, das liegt, glaube ich, an mir, weil ich seine Strategie geändert habe. So, du bist auch ein neuer Gegner. Komm her. Cobra Khan, du. Oh. Ja, was gemacht? Kommt mal her. Brauche ich jetzt nicht mehr so viel Amortisierung, weil ich die Zahl nicht mehr aufnehmen muss. Und ich will natürlich, weil die tun die irgendwie nicht automatisch einsetzen, glaube ich, ne? Ah, okay, selbst entscheiden, ja. Für Angriffe, Stößnagel, wenn der Gegner betäubt ist. Blablabla. Deswegen setzen die irgendwie ein. Warte mal, ich hatte doch so eine Dingens hier. Die gesteuerte Figur über mindestens. Ja. Aber nur bei der gesteuerten Figur, ne? Da habe ich mal irgendwann ausgerüstet und habe mich gewundert, warum das nicht funktioniert. Ich glaube, jetzt weiß ich auch warum. Ja. Macht er trotzdem nicht. Hier irgendwie nicht so. Smash einfach R2 und X gleichzeitig immer. Manchmal klappt das manchmal nicht. Ja.
Ich hoffe, er setzt die automatisch ein. Oh, viel Quatschsachen. Kann ich gebrauchen, Quarz. Quarzhut war das, ne? Angriff und Verteidigung. Angriff und Fokus. Ja, Fokus ist aber für den Nahkampf, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Naja, ich habe mal Dr. Metz irgendwo gefunden, habe ich schon lange, glaube ich. Bin noch nie angesprochen. So, Quarz Schirm wieder, ne? Ja, was habe ich noch bekommen? Quarz Papier, ne, Quarz Stiefel. Trotzdem Stiefel. Aber ich habe schon Topaz. Verteidigung, Abverteidigung. Oh, jetzt nicht so. Ja, ich von diesem Zombie-Typen hier, diesen Mimik-Zombie gefunden. Möchte mal ausgehen, anstatt hier Zeit zu verschwenden. Machen? Nein? Okay. Ich will auch noch alles kaputt machen. Ja, Galt brauche ich sogar. Ja. Ich bin so Das ist eine sehr kampfintensive Folge. Von da bin ich gekommen. Aber muss ja auch mal wieder, ne? Und zack. Ich habe gar nicht nachgeguckt, was Leila gelernt hat. Fällt mir leider auf. Antike Nova, stimmt. Sie kann noch Sachen lernen, okay. Edel. Ah, daneben. Schapka. Oh, ein flauschiger Hund. Oh, echt? Und bei Angriff und Fokus. Oh, das ist genau umgekehrt, ja. Ich nicht. Oh, hey. Wo geht's denn hier lang? Guinevere, Turm Ruin und Ganglen Ruin. Vor Steinfall und Erdrücken. Falls kannst du Verletzungen führen. Aber sieht nach einer aus. Ja, wusste ich doch. Steinerne Gedenksäule. Na, geh weg. Ein schweres Opfer. さすがの者の救いだの言っているが、要は弱いやつらの逃げ道だろ。死ぬことは逃げ？死ぬより辛い現実なんていくらでもあるから。こんな最悪の世じゃ、特にそうだ。自らを顧みず犠牲にすることは、ある意味汚れとは正反対の行為とも言えます。は、生贄が純粋だと。もちろん正しいとは思いませんが。 Dieses Zeitalter ist Chaos. Was ist eigentlich so daran so schlimm? Ich meine, ich möchte mich nicht mehr da machen. Ne? Da kommen wir dahin, da kommen wir dahin. Da kommen wir irgendwo unten hin, okay. Ich meine, es laufen Viecher rum, die nur ein Hirte besiegen kann oder Seraphen. Das ist jetzt nicht irgendwie anders wie in anderen
fancy Orten, sag ich mal, wo viele Leute auch nichts gegen Monster ausrichten können. Also es gibt noch Städte und so. Ich meine, es gibt, weiß ich nicht, Städte. Pendrago scheint ja auch halbwegs sicher zu sein und so. Okay, da müssen wir hin anscheinend. Dann gehen wir erstmal einen anderen Ort abklappern. Wir können uns da hin teleportieren, obwohl ich jetzt geldmäßig... Warte, ich habe schon 10.000 bekommen, okay. Hab schon 10.000 wieder bekommen. In den letzten 5-6 Kämpfen ungefähr. Ja, warte mal. Ah ja, okay. Schon wieder so viele Abzweigungen, auf mich voll durcheinander. Biskuitkuchen. Fehlt ja auch noch die Windprüfung, ne? Da bin ich jetzt ganz doof. Ja, die Windprüfung fehlt. Da wird gleich Desel spielen, ne? Wollen wir vielleicht mal einen anderen Steuern im Moment. Damit, wenn die Windprüfung kommt, ich dann Desel spiele. Geräusch reduzierende Kopfhörer. Oh, cool. Hörst du überhaupt zu? Wer könnte die denn gebrauchen? Natürlich. Ich mach Mikkeljäger voll Swag irgendwie. Sein Swag übersteckt das Parameter. Was? Okay. Ja, vergiss den letzten Satz. Oh, hi. Na? Shell. Kein Fetty G. Ich finde den Namen immer so vollkommen banal. Ja, was weiß ich hier. Yay. Shell, die nennt den Herrscher des Landes. Es gibt 50 Stück, wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben so ungefähr 30, ne? Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen verpasst habe. Kann natürlich sein, aber ich glaube einfach nicht. Oh. Und Kräuter durch jetzt auch ein bisschen häufiger benutzen, ja. Weil, im Gegensatz zu anderen Rollenspielen sind die ja relativ häufig und können sogar respawnen. Durch den Dingens hier, Herrscher des Landes, wenn man den Pick anhat. Ja. Ja, er ist auch schon viel außer nach vorne. Ich bin die ganze Zeit falsch benutzt. Sehr gut. Ja. Ich werde zwar einen Heiler weg, aber Edna ist schon mehr als genug mit ihren Elfenkreis oder 10 Zirkel, ich weiß jetzt gar nicht. Ah. Oh, war gar nicht so schwer. War auch nichts bekommen. Hm. Okay, gut. Das ist eine Sackgasse. Wer erwartet so ein dicker Boss? Den tue ich dann gekonnt ignorieren erstmal. Wir müssen sogar noch ein paar hier platt machen. Mit in den Hinterkopf behalten. Wow. Seriously? Oh, da ist ein Dingens hier. Na. Schmelztiegel. Der Boss halt. Nur Edna darf eintreten. Hm. Wir kommen irgendwann zu allen so zurück, wenn wir so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob ich das Level erreicht haben. So, dann gehen wir noch ein bisschen weiter backtracken. Zum... Ich glaube, da ist unten eine Truhe. Ich übersehen habe, wie kann denn das sein?
Da, wo müssen wir? Da müssen wir noch mal zurück. Reden, ne? Ist ein Let's Play. Warte mal. Ah, ne, da ist man okay, okay. Weiß ich nicht. Hab mir so irgendwie die Gegend so angeschaut und hab mir so gedacht, schön. Und da oben. Da unten geht's storymäßig weiter. Da oben. Hoffentlich nicht. Also bitte. Ja, da ist eine Ruine. Und ein Monolith. Drei Arten von Arzt, Menschen nutzen Kriegsarzt, verborgenen Arzt und Seraphim Kriegsarzt und Seraphischer Arzt. Am amatisierten Zustand nicht zu verborgenen Seraphischen Arzt. Was? Ich Arzt meine, das hängt davon ab, ob der Feind bei der Verteidigung bla. Einfach auf den Gegner drauf kloppen, ich verstehe. Ist immer noch nicht mehr gewesen. So, ich habe gleich drei. Setz mal automatisch den Lichtgrad ein. Ja, irgendwie funktioniert diese eine Aktion nicht. Muss man noch manuell einsetzen. Was soll das denn dann? Das heißt, wenn man mindestens 3 SA hat, mit automatischen Mystik-Art. Wenn die gesteuerte Figur über mindestens 3 SA für einen Mystik-Art werden kann, wird es automatisch gewährt. Macht er aber nicht. Stehe nicht. Kann mir das bitte mal erklären, warum das nicht funktioniert? Weil jetzt, wo ich 1000 Amortisierungen schnapp, diese eine Fähigkeit habe, die mir jetzt noch nichts bringt, aber ich habe sie, kann ich mich eher so darauf konzentrieren, die Mystic Arts einzusetzen, weil sonst braucht ich SA immer nur für Dingens. Ich weiß, der Umfang ist vertreten. Dazu sind wir befugt. Wir sind immer befugt. Sieht wieder wie so eine Ruine aus. Mal probieren, ne? Ja, das sieht aber verdächtig aus. So, neuer Gegner. Octobert, was? Was tun die eigentlich? Jetzt tun sie natürlich wie blöd amortisieren, ne? So, Bruce, setz doch dauernd deine Lichtart ein, wenn ich dich hingucke. Mach mal. Das. Oh, mein AP. Am nächsten Kampf muss ich aufpassen. Ich bekomme die AD eben. Angriff und Verteidigung. Ja. Ist besser als Dr. Mattis. Woher kenne ich den Namen nur? Ich glaube, da ist Wasser, ne? Immer schon an den blauen Farben, ne? Und wieder solche Dinger.
wir hier noch alles erkunden können. Ah, Idiot. Ah, hier. Hätte ich noch benutzen können. Ich hätte das Apfelgummi benutzen können und dann die Truhe öffnen können, aber nein. So. Also jetzt setzt sie nicht irgendwie Skat ein, sonst setzt sie andauernd ein, ne? Und wenn ich jetzt mal jetzt will. Ja, rennen wir hier durch. Rennen wir, können wir nicht, weil er hinter uns ist. Irgendwo ein Zeichen? Nein. Fällt gerade auf, wir ist nichts auf der Karte, also wir haben ja keinen Herrscher des Landes. Das müssen wir da finden. Das heißt, irgendwo ist eine Stadt, glaube ich. Hä? Dann da sind ja immer Herrscher des Landes. Ey. Ich sehe mich irgendwie nicht, wie ich dich getroffen habe. Ich finde diese Ketten so geil. Oh, der ist so richtig gut. Wenn mehrere Gegner an einer Stelle sind. Ah, sehr gut. Sehr gut. Oh, hey, dich habe ich gesehen. Aber ich glaube, ich habe noch nicht gegen dich gekämpft, ne? Das war der Falsche. Ach man. Das habe ich am Anfang nicht einsetzen. Die voll Kamera. Ja, nach der Truhe gehen wir mal raus. Aber noch ein Viech. Filzgummi. Diesmal gucken wir. So, dann gehen wir direkt hier raus. Mal gucken wir mal, vielleicht ist da irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Zum Glück habe ich ja normalerweise immer. Aber schnell irgendwo durchrennen noch. Und hier sehen Sie etwas. Weil es dann nichts. Schwertbrecher. Hm. Na, wenn ich. Erde. Das Ding sieht aus wie ein Speicherpunkt, nämlich. Für Zeichen. Zeichen am Speicherpunkt. Sind auch ein Galter halten. Gut. Aber auf der Seite, geh weg. Oh Mann, echt. Ob ich treffe alle, ja. Menü aufgeklärt. Wenn wir den Part in diesem Kampf hier. Ich hab mich zu heiß ziemlich gemacht. Ich weiß, du redest am Drecken, aber
Ja, hat nicht gereicht. Sieht doch nicht. Oh, Mann. Was ein Heilzauber, ne? Rose Edna. Benutze ihn. Ja, das war ein bisschen zu spät natürlich. Das ist einfach schon. Ja, so. Ich hab das Gefühl, dass ich uns. Warum ballerst du halt auf mich? Bin ich am Verrückten. Na gut. War natürlich wieder sehr schön. Ich muss sagen, ich beende bald hier. Wir sehen uns dann draußen wieder in den Ruinen, wo wir den Rest erkunden werden. Ich bedanke mich allerseits für's Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.